Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Teil 4 unseres Roadtrips. Ja, von mir auch. Herzlich willkommen. Ja, wir stehen hier immer noch auf der Sicily Ranch. Wunderschön. Könnt ihr euch gerne nochmal in Teil 3 angucken. Da haben wir die ein bisschen näher beschrieben. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wir wollen jetzt mal los. Und zwar in ein kleines, schönes Dorf nach Kramikele. Und wollen mal gucken, was das Dorf so kann. Ja. Ja, und da wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Roadtrip. Lasst euch faszinieren von dieser schönen Insel. Viel Spaß! Ja, ich habe mich jetzt mal an den Teich gesetzt, weil ich habe euch nämlich noch was zu sagen. Ja, und zwar seit einiger Zeit pflegen wir eine MyMaps-Karte. Das heißt, wenn unten in der Videobeschreibung steht, siehe Videobeschreibung, dann führen wir in dieser MyMaps-Karte die Orte auf, die wir erwähnen. Und so habt ihr einen guten Überblick, wo was ist. Und ja, vielleicht hilft euch das ja bei der Planung weiter. Okay, so, aber jetzt geht's nach Kramikele. Okay, angekommen in Kramikele. Ja, es ist gerade Markt und wir haben hier irgendwo einen schönen Parkplatz gefunden. Super. So bin ich ein bisschen mehr im Licht. Ja, ich lasse jetzt erstmal die Drohne steigen, weil das Bild von oben, ich hoffe, das kommt so rüber. Das Bild vom Dorf sieht echt cool aus. So, ich schicke die Drohne mal hoch und danach gehen wir mal durch das Dörfchen. Ja, leider kam das mit der Drohne nicht ganz so rüber. Guckt euch mal auf YouTube Maps, guckt euch mal auf Google Maps. Da sind Fotos und da kann man von oben sehen, dass in der Mitte irgendwas Großes ist und die Straßen verlaufen dann entsprechend drumherum. Also das sieht schon jeck aus. Ja, jetzt werden wir mal in Richtung Markt, in Richtung City mal laufen und schauen uns das da mal an. Ach so, und ich habe übrigens einen Drohnenführerschein, von daher gesehen ist das alles legal, was mit der Drohne abläuft. Das nur mal so am Rande, weil ich immer wieder gefragt werde. Gut, jetzt geht's los. So, wir hatten gerade eine ganz süße, tolle Begegnung. Und zwar waren wir am Wohnmobil, hatten ja hier geparkt und haben unsere Sachen zusammengepackt. Neben uns stand ein Auto mit einem älteren Herrn. Der guckte so die ganze Zeit und wir als Deutsche natürlich sofort den Gedanken, der meckert gleich mit uns, wir machen irgendwas falsch oder so. Ja, der kam dann tatsächlich auf uns zu und war so lieb und nett und hat mit uns ein Gespräch angefangen. Der konnte auch ein bisschen Deutsch, der hatte wohl mal, weiß nicht, entweder Urlaub gemacht in Deutschland oder da mal gelebt. Also es war so, so schön. Campagna,
Heute hatten wir wieder richtig Glück. Wir haben den Markttag erwischt und sind hier über den Markt geschlendert jetzt. Und der ist wirklich super schön. Hier gibt es alles, wirklich alles. Und der ist riesengroß, hätte man nicht gedacht bei diesem Ort. Echt, so ein kleines Dörfchen, ja. Und so ein riesen Wahnsinnsmarkt. Ja. Aber alle super sympathisch. Man quetscht sich zwar hier durch, aber jeder nimmt irgendwie Rücksicht. Und echt, kein Gemotze, ja. Kein Geschreie, gar nichts. Alles super. Echt schön. So, und jetzt gucken wir, ob wir irgendwie die Stadt besichtigen können. Ja. Hauen wir uns noch mal durch die Masse durch. Ich hatte ja gerade was von der besonderen Architektur dieser Stadt gesagt und ich war jetzt bei der Information drin und da haben wir eine Karte bekommen und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, und wir sind jetzt an diesem markanten Mittelpunkt, also diese große Fläche, und das Dorf flasht wirklich wieder, also unglaublich. Ja, sehr witzig. Vielleicht weiß das ja jemand. Hier hängen oft so irgendwelche Haken am Seil und manchmal hängt da Abfall dran, manchmal hängen da, was weiß ich, hier wie hier Obst dran. Nehmen die das, um das hochzuziehen, damit sie das die Treppen nicht hochschleppen müssen, oder kriegen die das geliefert? Ich weiß nicht. Wisst ihr das? Wäre schön, wenn ihr das mal unten in die Kommentare schreiben könntet. Danke schon mal dafür. So, und wir sind jetzt kurz vorm Wohnmobil und dann geht's weiter. Ja, jetzt sind wir am Wohnmobil wieder angekommen. Jetzt essen wir eine ganz Kleinigkeit und dann fahren wir weiter in eins der schönsten Dörfer Italiens. Und das heißt Militello. Ja, und dann schauen wir mal, was das Dorf so kann. Okay, in Militello angekommen. Ja, im Ort parken unmöglich. Also das sind so kleine Gassen, so kleine Straßen. Wir stehen jetzt direkt am Sportplatz. Und in der Videobeschreibung verlinke ich per Google Maps Plus Code genau diesen Parkplatz. Dann könnt ihr hier hinfahren und braucht nicht lange zu suchen. Ja, und wir schauen uns jetzt das Dörfchen an. Beim Durchfahren sah das schon richtig schön aus.
So. Wieder ein schönes Ort entdeckt. So, jetzt sammeln wir uns mal am Wohnmobil. Jetzt darfst du. Ja, wir haben leider nur wieder die falsche Tageszeit erwischt, weil die Kirche war zu, es ist Mittagszeit und es war relativ ausgestorben, aber die Architektur und die Häuser, Straßen, alles super schön wieder. Jetzt darfst du. Ja. Ich kann mich da nur anschließen. Ja, jetzt fahren wir noch was einkaufen und dann zurück zur Sicily Ranch. Und dann war es das für heute, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ne? War genug, reicht. Mhm. Gut, wir sehen uns später. So, ja, das ist ganz schön warm. 10:45, wir haben bestimmt 25 Grad in der Sonne, wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer. Jetzt machen gerade hier die Hühner und was weiß ich, machen ein bisschen Krach. Naja, das ist halt, wenn man auf dem Bauernhof ist, super. Ja, wir machen uns jetzt auf und wollen hier einfach mal ein bisschen durch die Natur wandern. Mal gucken, was es hier alles so gibt. So, alles gepackt. Jetzt geht's los. Ja, wir hatten uns jetzt entschieden, mal in einen Wald zu gehen. Und der Weg scheint auch über Privatgelände zu führen, was aber wohl kein Problem sein soll. Ja, und jetzt kommen wir an unser erstes Schild und da tun wir jetzt mal den Übersetzer mal ins Spiel bringen. Mal gucken, was da steht. So, wir sind uns jetzt nicht ganz einig oder ganz sicher, was das bedeutet. Also Jagdverbot, klar, wir jagen nicht, aber unerlaubte Nutzung. Nutzen wir das, wenn wir spazieren gehen, oder ist da was anderes mit gemeint? Wir ziehen jetzt vor, auf der Straße weiterzugehen und suchen einen anderen Einstieg in den Wald. Ja, ne, wir sind ja Touris und wir wollen da nicht mit schlechtem Beispiel vorangehen, obwohl ja niemand ist. Okay, Attacke, weiter geht's. Ja, Heike guckt jetzt nach einer Alternativroute. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da hinten ist Caltagirone. Schaut mal im Sizilien-Video Nummer 3 bei uns nach. Da haben wir dieses Dorf besucht und es ist super schön. Okay, Heike hat, glaube ich, was gefunden und jetzt geht's weiter. Also gar nicht so einfach. In den Wald sind wir nicht gekommen, weil privat bzw. alles eingezäunt. Und Google Maps hat aber gesagt, wir dürfen. Machen wir natürlich nicht. So, und hier das Schild. Wir wollten jetzt genau andersrum zurück zum Wohnmobil. Aber auch hier, alles privat. Wir kommen hier überhaupt nicht weiter. Also müssen wir leider an der Straße wieder zurückgehen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hinter der Sicily Ranch da noch ein bisschen wandern. Ja, sehr schade, aber es ist halt so. Ja, hier sieht man vereinzelt... Kann man das sehen? Korkeichen. Ja, auch hier wird wohl anscheinend Kork verarbeitet. Ja, wir sind jetzt wieder auf der Zufahrt in Richtung Sicily Ranch. Da gehen wir gleich vorbei und gehen hinten in die Felder und gucken wir mal, was es da Schönes gibt.
Oh, ist dunkel. Wir sind im Schatten. Ist egal. Jetzt schicke ich nochmal die Drohne hoch in Richtung Ätna. Wahrscheinlich kann man nicht viel erkennen, aber wir gucken uns mal ganz kurz die Sequenz an. Ja, so wie ich gesagt habe, leider konnte man nicht so viel erkennen, aber trotzdem eine schöne Gegend hier. Gut, wir sind jetzt genug gelaufen, wir haben viele Kilometer gemacht und jetzt geht's ab Richtung Wohnmobil. So, am Wohnmobil angekommen. Ja, war ein schönes Ründchen, man sieht mich nicht. So, jetzt erst einmal Prost, ein lecker Radler. Einen schönen guten Morgen. Ja, wir sind noch auf der Sicily Ranch. Es ist windig, die Haare, die fliegen hin und her. Ja, nee, wir machen uns jetzt auf. Wir sind doch ein paar Tage länger hier geblieben, als wir das eigentlich wollten, weil es so schön hier war. Ja, wir machen uns jetzt auf wieder Richtung Meer. So frisch geduscht. Da läuft es. Gut, dann geht das jetzt los. Attacke. Okay, Platz erreicht. Wir sind hier in Manfria. Wie immer blende ich ein. Ein Park von Nightplatz, direkt am Strand. Ja, an so einem Bistro, würde ich sagen, welches geschlossen hat. Und deswegen scheint es keine Probleme zu geben, hier zu stehen. Ich zeige euch den Platz mal. Also ich glaube, man kann schlechter stehen, oder? Ja, ist wirklich, also in der Nebensaison hat man so viele Möglichkeiten in Sizilien. Oh, so, jetzt ist der Schatten weg. Also uns fasziniert die Insel absolut. Ja, mal gucken, vielleicht werde ich gleich die Drohne steigen lassen und mal sehen, wie es von oben aussieht. Gut. Schönen guten Morgen. Ja, ich wollte ja gestern noch die Drohne steigen lassen, aber da war plötzlich so viel Wind, das ging gar nicht. Ja, jetzt, ach, Traumwetter, auch gegen die Sonne. Ups, so. Ich lasse die Drohne jetzt mal steigen und dann kann man besser erkennen, wie geil dieser Platz hier ist. Los, Attacke! Gut, der Aufklärer ist wieder gelandet. Schön, ne? Also, uns gefällt der Platz hier bärig. Ja, wir werden auch, so wie es aussieht, heute Nacht noch bleiben, weil heute ist ein bisschen Arbeiten angesagt. Das Video muss geschnitten werden. Und ja, das beinhaltet ja immer ganz schön viel Zeit. Ja, und bei der Location macht das, glaube ich, sogar auch Spaß zu schneiden.
Gut, dann lege ich jetzt mal los. Puh, so, mal eine Pause vom Schneiden. Ja, da ist man fast den ganzen Tag dran, ne? 7 bis 10 Stunden ungefähr. Ja, aber ich glaube, heute passiert nichts mehr. Nee, deswegen werden wir an dieser Stelle das Video auch beenden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr uns gefolgt seid und hoffen, dass ihr genauso viel Freude hattet wie wir. Ja, über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Ja, gerne abonnieren. Kostet nichts. Die Glocke drücken, wenn ihr informiert werden wollt, wann es weitergeht. Es geht auf jeden Fall weiter. Freuen wir uns auch schon. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao. Ciao.